Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, viele haben mich gefragt, Schmetti, mein Tonkopf ist völlig versifft, ja. Wie kriege ich den wieder sauber oder was kann ich dagegen tun, dass er nicht mehr an der Seite raussifft? Und ja, Tonkopf auswaschen heißt das Ganze. Da drüben ist schon der Topf befüllt mit heißem Wasser. Das Ganze stelle ich dann hier gleich drauf. Und dann werden wir das Ganze mal ein, zweimal auswaschen und dann schauen wir mal, ob hier überhaupt was passiert. Ansonsten dranbleiben, meine Freunde. Nach dem Intro geht's los. Ja Leute, hier können wir mal den Tonkopf sehen, wie er ja davor ausgesehen hat, beziehungsweise davor aussieht. Ja. Hier innen drin schön schwarz das Ganze. Ich habe den gerade einmal nur kurz gewaschen. Könnt ihr sehen, hier sifft es schon wieder halb raus. Ja, ist auch so ein bisschen schmierig an der Seite, kennen ja die meisten. Und ja, ich bin gespannt, ob der dann wieder heller wird, was hier überhaupt passiert, ob hier überhaupt was passiert. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir das Ganze mal. So Leute, das Wasser kocht. Und ich würde sagen, wir hauen den Tonkopf da jetzt mal rein. Ich hoffe, ich verbrenne mich hier nicht. Ach, wisst ihr was? Safety first, ja. Eingelegt den guten. Und dann kann er mal baden gehen. Ich weiß nicht, ich mache den Deckel jetzt einfach erstmal drauf. Mal gucken, was besser kommt. Und dann haben wir hier natürlich eine Stoppuhr. So, und ich werde das Ganze jetzt einfach mal, ja, ich habe keine Ahnung, 10 Minuten lasse ich es einfach mal laufen. Und ja, schauen wir mal. Los geht's. So Leute, es sind jetzt, könnt ihr das sehen, es sind jetzt knapp 5 Minuten vorbei. Ja, 5 Minuten. Und der Gute brutzelt hier noch ordentlich, ja, beziehungsweise kocht ordentlich aus. Das Wasser hat sich natürlich schon etwas verfärbt, ja. Kann ich was zum Geruch sagen? Also es riecht irgendwie so ein bisschen nach Schwarztee. Bisschen komisch. Also es riecht jetzt nicht irgendwie räudig oder so, ja. Ich habe auch den Topf immer drauf gelassen. Werde ich jetzt die nächsten 5 Minuten auch machen. Und dann schauen wir doch einfach mal, ja, was nach 10 Minuten ist. Wie es aussieht. Mal ein kurzer Vergleich. Und ansonsten mache ich vielleicht noch eine zweite und dritte Runde. Dann nochmal 10 Minuten und dann vielleicht nochmal und dann einfach mal schauen, wie sich das so in den Etappen entwickelt. Und ja, Freunde, bis gleich. Ja, Freunde, die nächsten 5 Minuten sind vorbei. Wir haben jetzt 10 Minuten. Ich drücke jetzt einfach mal auf Stopp, ja. Und dann schauen wir doch mal, was sich hier entwickelt hat. Das mal runter, hoffentlich verbrenne ich mich nicht. So, ich mache jetzt hier auch mal aus. Dann schauen wir doch mal. Ja, Wasser hat sich natürlich verfärbt, ganz klar. Und ich würde sagen, ich hole den jetzt mal raus, den Kollegen. Dann schauen wir mal, ob sich hier ein bisschen was getan hat von der Farbe. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so krass versifft war er nicht. Einfach mal schauen, ist ja hier Tabakkopf auswaschen im Test. Ja. Gucken wir mal. So Leute, nach dem ersten Mal auskochen, 10 Minuten auskochen. Ja, kann sich jetzt jeder sein eigenes Urteil bilden, ob hier viel passiert ist oder nicht. Ich denke mal hier, das, oh Gott, ist der heiß, hier drin, das ist weiterhin schwarz. Es wird auch schwarz bleiben, denke ich mal, weil das ist so krass eingebrannt. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach nochmal eine zweite Runde. Ja, die ersten schreiben schon unter die Kommentare, du musst den mindestens eine Stunde auskochen. Ich habe keine Ahnung, Freunde, deswegen testen wir das Ganze. Und ja, Runde 2. So Freunde, Wasser ist so gut wie am Kochen. Ich schnappe mir wieder den Tonkopf. Ja, hier ist Safety First. Und dann kann der Gute wieder wandern gehen. Ich starte jetzt noch eben schnell die Uhr. Die könnt ihr jetzt hier wieder sehen. So, na. So, und ich würde sagen, neue Runde, neues Glück und go. Und dann sehen wir uns, ja, ich würde sagen, nicht nach 5, sondern nach 10 Minuten wieder. Ja, liebe Freunde, die Zeit ist wieder rum. Der Gute kocht hier schon wieder ganz schön ab. Ich stelle jetzt auch wieder ab. Und wie der ein oder andere, ja, ich weiß nicht, ob man das direkt jetzt im Video sehen kann, aber das Wasser ist nicht mehr so dunkel wie am Anfang. Das heißt, er wird ja langsam gereinigt sein.
Und ich würde sagen, ich hole den Guten jetzt mal raus und dann gucken wir mal drüben, wie er aussieht, ob sich irgendwas verändert hat. Irgendwas muss ja passiert sein. Ja, Freunde, da liegt er wieder. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, so viel sieht man nicht. Aber ein bisschen sieht man schon. Also gut, jetzt im Vergleich im Video seht ihr das vielleicht nicht so hundertprozentig. Aber ich kann euch versichern, der Kopf fühlt sich jetzt wieder in Anführungsstrichen wie neu an. Die Oberfläche ist wieder geschmeidig, sage ich mal. Und der wirkt auch nicht mehr so versifft wie am Anfang. Hier drin könnt ihr nicht viel sehen. Meine Fresse ist es heiß. Ja, ich drehe den mal kurz um. Da könnt ihr vielleicht sehen, er ist nicht mehr so ganz schwarz. Ist jetzt ein bisschen grau geworden. Die Oberfläche ist auch, ja, ist auch wieder tonartig, will ich schon sagen. Nicht mehr so versifft und kratzig und alles sowas. Und ihr habt es ja auch gesehen, aus dem, aus dem Wasser kam dann nicht mehr so ganz viel Siff. Und deswegen musste ja doch ein bisschen was passiert sein. Also die ganze Molasse, was da eingezogen ist und alles sowas, wird quasi rausgekocht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal. Ja, Freunde, dann melde ich mich nochmal ganz kurz flink aus der Küche, ja. Also Fazit zu dem Ganzen. Was kann ich euch jetzt empfehlen? Wenn ihr einen ganz versifften Tonkopf habt und ihr raucht jeden Kopf damit und das sifft dann nach jedem Mal oder nach allen 10 Minuten hier raus, kocht den Tonkopf gerne mal aus. Ja, ihr habt es jetzt gesehen, ich habe das Ganze zweimal 10 Minuten gemacht. Ganz am Anfang war das Wasser ja doch relativ braun. Dann beim zweiten Mal war es schon gar nicht mehr so braun. Und ich denke mal, beim dritten, vierten oder fünften Mal wäre dann gar nicht mehr viel passiert. Und man merkt auf jeden Fall, die Oberfläche ist jetzt, ja, ich will jetzt nicht sagen neu, aber hat sich auf jeden Fall wieder regeneriert, möchte ich mal sagen. Hier innen drin, wo es vorher so ein bisschen siffig war und alles sowas, ist jetzt wieder alles schön ausgekocht. Also kann ich euch bloß empfehlen, falls euer Tonkopf richtig versifft ist, macht das Ganze mal, ja, wenn er richtig hardcore versifft ist, macht das vielleicht 4-5 Mal. Wie gesagt, bis das Wasser halt fast wieder normal bleibt. Also versucht das Ganze mal. Gebt ein Däumchen nach oben, falls euch das Video gefallen hat und es euch weitergeholfen hat. Versucht es aus, schreibt es in die Kommentare, eure Erfahrungsberichte. Vielleicht habe ich hier auch irgendwas falsch gemacht, ja, vielleicht weiß ich nicht, was man da noch falsch machen kann. Ja, schreibt einfach eure Erfahrungen und so in die Kommentare rein und dann sehen wir uns am Sonntag im nächsten Video. Mal schauen, was ich da euch Schönes vorstelle. Ich denke mal an Tabak und ja, haut rein, euer Shisha Schmidi. Peace.